Oh, Bier ist auch in Produktion. Wäre natürlich logischer gewesen, die Schatzkammer in diese Richtung auszubauen, ne? Naja, egal. Was haben wir denn? Maximal Bevölkerung. Ist höher. Okay. Zahltag. Naja, Zahltag. Machen wir doch mal. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ihr kriegt euer Gold. Kein Problem. Zur Not haut den Schneiderlinge mal auf den Kopf. Die verlangen ja eh nicht viel Gold. Die verlangen ja nicht so viel. Zum Glück. Das sind jetzt schon 6, da werden immer mehr. Ja, genau. Verteidigt den Thronsaal! Verteidigt den Thronsaal! Frauen und Männer zuerst! Aua! Hey! Oh, ich glaube, ich muss hier mal ein Bett hinstellen. Ja. Damit die dahin geschleppt wird. Schleppet. Okay. Ich habe nicht genug Gold. Oh, der wird auch weiter bearbeitet. Die werden alle bearbeitet. Hey, das können wir auch nicht bauen. Wir haben einfach kein Gold. Ich habe aber das Gefühl, sobald wir hier den ersten in der Außenwelt angreifen, einen von denen hier, dass sie dann von den anderen beiden Lagern vermehrt angreifen. Deswegen will ich das so spät wie möglich machen. Oder zumindest so weit, dass ich die Leute hier so ein bisschen ausgestattet habe. Okay. Die Kleine schläft, deswegen müssen wir mal ganz kurz ruhig sein. Du. Neues Bettchen. Was macht ihr hier? Fallen. Brauchen wir Gold. Brauchen Gold. Wir brauchen noch Schnitterlinge, glaube ich. 1, 2, 3. Hilft alles nichts. Wir brauchen mehr Gold. Mehr Gold kriegen wir nur, wenn wir mehr Schnitterlinge haben. Schnitter. Nehmen wir das hier einfach mal mit. Alles wird mitgenommen. Das können wir hier auch mal mitnehmen. So. Was? Ja. Also Bier ist auf jeden Fall genug da. Zwei hinbauen. Danach können wir dann noch ein paar Trolle dazu holen. Komm, dann können wir natürlich auch alles wegmachen. Wie sieht denn das sonst aus? Okay. Trolle. 400. Komm, dann kann ich 2 Stück dazu holen. 1, 2. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen. Ah, das kostet sogar 200 Mana und 1000 Gold. Ja gut, aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Die ist auch fertig. Machen wir noch ein
Bett rein. 720. Na kommt. Gib mal Gummi, Jungs. Gibt mal Gummi. Gib mal Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Hä? Was? Wir sollen den Kondom geben? Hä? Ja, genau. Genau das war gemeint. Verbesserte Rüstung. Stufe 1 abgeschlossen. Sehr gut. Was macht der? Labert er den Troll zu, oder was? Ja. Du warst ein Trottel. So, dann können wir hier noch einen packen. Da ist auf jeden Fall genug Platz, dass da die ganzen Trolle arbeiten können. Wenn wir denn irgendwo mal 4 Stück haben. Warum hat der da? Steht da rum. Na ja, gut. Wenn man sonst keinen Plan hat, steht man halt mal rum. Genau, mehr Platz für die Schatzkammer. Explodierende Schatzkiste. Es ist Zahltag. Ja, es ist Zahltag. Okay, das Ding ist fast leer. Machen wir den schon mal an. Und wir können ja eigentlich auch mal das Gold hier mitnehmen. Das Gold auch. Eigentlich das ganze Gold, was hier rumliegt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, natürlich. Was denn auch sonst, wenn nicht Feinde? Das andere wäre ja langweilig. Dumm. Okay, hier war alles rot. Hier können wir noch was mitnehmen. Dann nehmen wir auch mit. Das können wir größer machen. Ob wir es brauchen oder nicht, das werden wir ja sehen. Können die auch reingehen. Hier, so. Okidoki. Wo sind denn die Feinde? Dann gehen wir auf der Seite hier dann. Tötet sie! Könnt ihr mal die Heilerin da im Hintergrund kaputt machen? Die sind ja lustig. Ja gut. Ist nur einer umgekippt. Und der wird gleich... Ne, zwei sind umgekippt. Aber die werden ja gleich... in die Kammer gezerrt. Ah, das sieht immer wieder geil aus. Okay, wir brauchen noch ein paar Betten. Denn die Leute sollen sich aus ausruhen, ne? Guck mal, ein Bett geht noch. Du, ruht euch aus, Mädels. Warum macht ihr hier nichts? Weil ich nichts in Auftrag gegeben habe, ne? Wie können wir die denn hier verbessern? Dungeon Level 2. Okay, was ist denn hier? Wir brauchen mehr Gold. Das heißt, wir brauchen hier mehr Platz. Aber wir brauchen auch... Ja, warte mal, da oben war da auch noch einer, ne? Ich meine, wir können ja das hier größer machen. Und den noch dazu holen. Aber den machen wir nicht offen. Sondern machen den hier durch. Ja doch, dann können die auch direkt angreifen. Zischt denn da die ganze Zeit? Zischi, bist du es? Du es, kleiner Zischi? Keine Ahnung. Können wir denn hier jetzt mal... Können wir.
Mehr, mehr. Vermutlich wäre das mit den ganzen Zaubersprüchen hier, die man noch so hat, alles viel einfacher, aber naja. Ich bin mal ehrlich, wirklich brauchen tue ich die nicht. So, jetzt. Da, 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 da. Dum, dum. Natürlich ganz schön weit, was die jetzt an Wege zurücklegen müssen, damit sie das Gold irgendwo hinpacken können. Hm. Naja, egal. Ach, guck mal, da haben wir noch so ein. Dann machen wir erstmal aus. Den brauchen wir ja vorläufig nicht. So. Gold, 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 Gold. Ja, was wir davon denn letztendlich hier noch weiter ausbauen, müssen wir dann sehen. Okay. Hier gibt's sonst nichts weiter. Natürlich bin ich auch auf der Suche nach weiteren Kreaturen. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an, was wir hier haben. Nehmen wir die doch mit. Hat er gar nicht gesagt, dass hier irgendwas ist, oder? Haut ihn! Immer feste drauf da. Heilfleisch. Der Heilfleisch hat es natürlich gut mit seiner Regeneration. Der wehrt sich gar nicht, oder? Hm, keine Ahnung. Oh, nehmen wir die beiden noch dazu. Die können die nämlich auch leveln. Leveln ist gar nicht so schwer. Schieß drauf! Genau, immer schön mit dem Bogen. Zahltag. Ja, 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 ja. Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus momentan. Das können wir hier alles mitnehmen. Weh, weh. Haben wir hier? Achso, okay. Das ist noch altes. Altverbrauchtes. Können wir noch höher gehen? Kann momentan nicht verbessert werden. Achso, na gut. Dann gehen wir mal auf die Zauber. So heißen sie. Roxa. Blutrausch. Und das nehmen wir auch mit. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Feinde? Echte Feinde? Echte, wirkliche, echte Feinde? Tatsächlich. Richtige, echte, richtige, echte, echte, richtige, echte Feinde. Ja, 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 ja. Was ist da? Hä? Wo ist er hin? Ach, da ist unser Troll. Was war das denn jetzt? Oh, oh. Laufet. Laufet. Euer Thronsaal wird angegriffen. Oh, mach die mal da hinten kaputt. Solange die sich nämlich immer wieder heilt. Das ist nämlich Essig mit. Oh, oh, nicht umfallen. Okay, er fällt doch. Oh, was eine Wurst. Hier bringt man den. Ja, ja. Hallo. Den Niedergeschlagenen. Ah, das sieht so schön aus. Was, wohin? Was macht denn der?
Da liegt ja noch einer rum. Nee, nee, nee. Ihr sollt hier nicht rumliegen und pennen? Was seid ihr denn für welche? Habt ihr keinen Platz mehr? Oder warum macht ihr hier nicht weiter? Oder habt ihr einfach nur nichts zu tun? So. Packen wir hier noch eine Maschine hin. Okay. Den brauchen wir auch noch. Türen, ja, pff, nee. Verbesserte Räume. Okay, wenn wir jetzt 750 Gold haben, dann können wir hier noch schnelleres Heilen machen. Das dauert doch schon sehr lang. Ich hoffe, das lohnt sich. Nee, das lohnt sich nicht. So. Dann, aber dann. Aber dann aber richtig dann. Wir haben nur noch 5 Bier. Jungens, wir haben nur noch 5 Bier. Warum haben wir nur noch 5 Bier? Hier. Ihr drei. Gefälligst hier zu bleiben. Nichts anderes wird gemacht. Wo rennt er schon wieder hin? Komm, machen wir noch eine hin. Und dann werden wir erstmal ein bisschen abwarten. Während die hier das Gold abbauen. Klopf, klopf. Was steht er da so faul rum? Hat er nichts zu tun? Ich genügend Gold. Zähe Trolle. Werden auf eine spezielle Feenfleisch-Diät gesetzt. Aha. Machen wir das mal an. Hier noch. Macht eure Nagerzeher und ungenießbar und erhöht nebenbei noch ihre Lebenspunkte. Warum geht das nicht? Tut es! So. Ach, dann brauchen wir noch einen. Hilft alles nix. War noch ein Troll. Ohne Troll geht das hier nicht. Achso. Haben wir natürlich hier wieder irgendwelche Viecher drin, ne? Ja, da müssen wir die mal zum Kämpfen schicken. Hilft alles nix. Wir müssen eh lernen zu kämpfen. Da wir noch keine Arena haben, es ist, zahlbar. Ist das der bessere und einfachere Weg. Noch ein paar Nager. Nager wäre natürlich auch noch super. Okay. Haben wir das auch. Die haben Zahltag. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Ja. Eklig. Voll eklig. Da hat der voll recht. Ist voll eklig. Üblich. Hier scheint aber auch irgendwas gewesen zu sein, kann das sein? Aber hier ist so komische Spinnennetze und so. Und Pilze? Na gut. Okay. Wo können wir da oben noch so ein Raum hinpacken, wenn die denn hier mal irgendwann fertig werden. Ach ja. Haben wir jetzt zumindest... Nö. Einer. Hab ich nicht gesagt, hier sollen mehrere hin? Komm, wir holen uns noch einen Schnetterling dazu.
Schnetterling dazu. Dann haben die standardmäßigen 13 Stück, wie wir es auch schon immer beim Dungeon Keeper hatten. Und hoffen, dass die hier mal in die Gänge kommen. So. Hier werden alle langsam stinkig, weil sie kein Bier kriegen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Es sind Feinde in meinem Dungeon. Okay. Ihr an vorderster Front. Was rennt hier rum? Komm, ihr werdet alle kämpfen. Oh. Nein, ihr nicht. Hey. So, der ist jetzt geschnallt. Okay, der Heiler hängt irgendwo rum. Das ist gut. Das ist gut, dass der Heiler weg war. Hey du, könntest du jetzt mal hier Bier brauen? Das macht immer nur einer. Was soll denn das, verdammt? Einer ist zu wenig. Warum kann ich die denn nicht besondere Sachen zuweisen? Schniffi, Schniffi, Schnorri, Schnorri, Schnuppi, Schnüffel, Schnupfi, Schnuff, Schnipper, Schnoffer und Schnulzi. Ja, ist doch super. Huch. Das ist doch super.